So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Don't Starve. Wir haben bereits 7 Tage überlebt. Alles in allem sind wir noch relativ wohlauf. Selbst unsere geistige Gesundheit ist nicht zu schlecht. Wir haben uns nämlich eine Girlande gemacht. Und bis die hin ist, wird sie uns hoffentlich geistige Gesundheit zurückbringen. Wir haben schon einige mehr oder weniger brenzlige Situationen überlebt. Und zwar, pardon, einen Hundeangriff. Wir sind durch ein Feld von seltsamen, hochstelzigen Vögeln durch, die uns verfolgt haben. Wir haben eine Höhle gefunden, in die wir mehr oder weniger hineingestürzt sind. Also eher unabsichtlich hineingestürzt sind, aber wir sind halt hineingekommen. Und jetzt machen wir einfach weiter zu überleben. Wo sind wir eigentlich gerade? Das ist eine gute Frage. Nehmen uns die Pflanzen mit. So, jetzt schaue ich mal kurz auf den Plan. Es war 2 Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wo ist unser Lager eigentlich? Ich glaube hier. Okay, wir haben aber noch tagsüber. Wir sind unterwegs mit der Schaufel. Wir werden ein bisschen rumrennen. Ha, Samen heben wir auf jeden Fall auf. Wir wollen ja auf jeden Fall noch. Wir müssen ja auf jeden Fall noch irgendwelche Viecher mit Düngemitteln finden, weil Nitrat ist ja offensichtlich nicht Dünger genug. Hier sind Bienen. Ich bin nicht ganz sicher, ob man Bienen nicht auch irgendwie mitnehmen kann. It's buzzing with activity. Was, wenn ich das angreifen würde? Sollen wir das tun? Das wäre sicherlich mein letzter Fehler. Okay, das war ein Fehler, ein Fehler. Ich gebe es ja zu, ich gebe es ja zu. Bist du wahnsinnig? Die haben die Hälfte meiner Gesundheit gekostet. Das war ein Fehler, ich gebe es zu. Ich weiß es, ja. Knur. Na gut. Ich mache es nicht nochmal. Sind die weg? Okay, ist der Abend. Gehen wir zurück. Gehen wir zurück einfach. Haben wir eh noch Holz? Bretter haben wir. Holz haben wir auch. Maulwurf. Das wird auch alles finden. Können wir auch ausgraben? Ist ja cool. Ich frage mich gerade, ob die wiederkommen, wenn man sie nicht ausgräbt. So, warte mal, wie müssen wir gehen? Ah ja, so. Okay, ich hoffe, das ist wirklich mein Lager da oben. Weil ansonsten schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig. Ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir müssen uns halt irgendwie eine. Ah, doch. Lager. Ah, das war jetzt dumm. Ah, das war nicht gut. Die Falle ist außerdem auch schon bald hinüber. Na gut, soll sein. Ja, machen wir vielleicht etwas Licht.
Gut, also unsere Gesundheit ist nicht mehr so großartig. Gut, essen wir mal was. So, was hilft denn für Gesundheit? Vielleicht Beeren. Kochen. Ah, das erhöht auf jeden Fall die Gesundheit auch. Und immerhin sind wir auf 48. Na gut, dann, was wollten wir machen? Wir wollten diesen Busch setzen. Oh. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Na. Na gut, essen wir diese Samen auf. Das ist gut für unsere Gesundheit. Und in der Zwischenzeit könnten wir mehr Bretter bauen. Oh, ein Thermal Measurer. Measure Ambient Air Temperature. Oh, ein Thermometer. Bestehen aus zwei Brettern und zwei Gold. Wozu brauchen wir das jetzt schon? Keine Ahnung. Na gut, was wir aber wollen ist ein Schild? Nein. Haywall? Nein. Wo ist denn das mit den Brettern? Achso. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen was mehr rein tun, damit wir wieder das sehen. Pflanzen wir hier. Refine. Ja genau, da waren die Bretter. Ich glaube, wir brauchen ein drittes Brett, haben wir das letzte Mal gesagt. Irgendwas wollten wir bauen, nämlich mit den drei Brettern. Was können wir mit den drei Brettern bauen? Shovel. Hammer. Pitchfork. Na schauen. Und ein Rasierer. Ah, eine Kiste war das, glaube ich, die wir bauen können mit drei Brettern. Haywall, Sign und Chest. Tatsache. Das war's, genau. Kisten sind wichtig. Weil, dann können wir das ganze Zeug reintun, was wir definitiv nicht mit uns mitschleifen wollen. Metall, Steine, Gold. Was ist das? Das setzen wir. Hier den Pilz, das noch reinkommen. Kann ich mir nicht das setzen? Alles schön nah beim Dings, schön nah beim Feuer, dass wir auch wirklich sterben daran. So, schauen wir mal, was haben wir da oben? Da oben hatten wir auch noch irgendwas. Da hatten wir, glaube ich, noch eine Falle, die nicht funktioniert. Die daher. Da ist gerade ein Kaninchen reingehoppelt. Das klingt auf jeden Fall so, als könnten wir... So, wir brauchen irgendwas für die Gesundheit. Was könnten wir für die Gesundheit machen? So, und tschüss. Essen. Essen. Oh, das machen wir noch einfallen. So, das ist noch. Das ist noch in Ordnung. Passt. So. Schauen wir mal. Wo sind wir denn schon überall gewesen? Ah, okay, da waren wir ja schon mal. Da unten gibt es keine von diesen Buffalos. Da oben könnten wir natürlich schauen. Oder da einfach querfeld ein. Da gibt es dann noch... Aha, wir haben jetzt eigentlich eine Schaufel. Wir könnten auch zum Grab gehen, zu den Gräbern gehen. Und dort mal ausschaufeln, was wir dort finden.
Auf jeden Fall werden die Gefahren nicht weniger. Und wir brauchen irgendetwas für Gesundheit. Falls irgendjemand einen Rat hat, was wir für Gesundheit tun können in diesem Spiel. Ich habe nämlich keinen blassen Dunst. Okay. Also verhungern werde ich wahrscheinlich eher nicht, aber aus irgendeinem anderen Grund werde ich sterben. Gehen wir mal in diese Richtung. Wir könnten uns außerdem mal eine Fackel bauen. Falls wir mal weitergehen. So, Büsche wollten wir noch haben für Beeren. Ein paar. Ja, Kaninchen. So, gehen wir jetzt querfeldein ein. Ah ja, da war dieses Ringding. Was auch immer das bringt. Nehmen wir es mit. Jetzt haben wir ja Platz dafür. Da haben wir noch mehr Steine, aber eigentlich brauche ich keine Steine derzeit. Können wir dann vielleicht beim Zurückgehen mitnehmen. Schauen wir mal, was mit den Gräbern ist. Noch ein Gartenzwerg? Hatten wir den nicht schon? Oh, Edelstein klingt gleich besser. Oh, wir haben den Dings aufgebraucht. Machen wir noch eine Schaufel. Was war das? Ein Sextant. I'm not sure what it is, but it makes us me feel smarter. Na toll. Wir wissen nicht, was es ist, aber es macht uns klüger. Oh, da ist ein Geist. Das klingt nicht gut. Geister schauen nicht so gut aus. It's getting late. Ja, ich weiß. It's getting late. Lass uns zurückgehen, weil mit dem Geist wollen wir sowieso nicht kombinieren. Ah, Hilfe, Hilfe. Kein Geist. Was ist das? Kann man den abbauen? Ah, der Geist folgt mir, das ist nicht gut. Ob der nicht vielleicht irgendwann mal das Interesse an mir verliert, das wäre irgendwie schön. Es würde mich freuen. Wow, Hilfe, ich bin so arm. Ich habe Angst. Hey, was ist das? Haben wir das schon gekannt? Ja, das kannten wir schon. Mist. Ich habe gehofft, das ist eine Straße, die wir noch nicht kennen. So, Düngemittel, weil bevor wir die nicht düngen. Ja, danke, das wissen wir. So, also zunächst einmal. Oder sowas. Da fühle ich mich gleich etwas sicherer. Den Gnom gehen wir mal da rein. Wer weiß, wozu wir noch brauchen. Den Sextanten vielleicht auch, wer weiß, wozu wir den noch brauchen. Dann nehmen wir uns eine Axt. Wir fangen mal an, was da zu fällen. So, Schaufel, 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 Schaufel. So, wie kurz vom Tagesende ist es, dann bauen wir das da oben vielleicht noch schnell ab und bringen es runter. Sind so super. Kaninchen, es tut mir leid. Für dich, aber du musst sterben. Krähe, was machst du hier? Mehr Angst oder wie? Wahrscheinlich. Es geht hier nur um mir Angst zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher. So, dann. Noch ein paar Bäume. Sicherheitshalber, wir haben zwei gefällt. Wir pflanzen Bäume.
Oh, was ist jetzt? Vollmondnacht. Och, schau an. Deswegen ist es so schön leuchtig. Ist das gut? Ich hoffe, der Geist kommt nicht auf die dumme Idee und verfolgt uns bis hierher. Folgt uns bis hierher? Sieht nicht so aus. Ich hoffe, wir treffen keine Werwölfe. Gibt es Werwölfe in dem Spiel? Oh, ich habe Hunger, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich doch nicht weitergehen. Vielleicht sollten wir mal was essen. Wozu haben wir den Hasenbraten? Nur deshalb. Oh, meine geistige Gesundheit leidet leider. Aber immerhin sind wir schon wieder auf 59. Auf 60 schon. Na, das ist ja schon mal ganz gut. So, das kochen wir jetzt. So, wir sind schon fast selbstversorgend, zumindest was das Holz betrifft. Ich brauche Fertilizer. Das ist natürlich mies, dass wir das nicht haben. Hey, Magic, was ist Magic? So, Cut Stone, Papyrus. Wozu brauchen wir Papyrus for writing things? Warum müssen wir Sachen writen? Na gut, was ist denn das da noch? Eine Alchemy Engine. Was brauchen wir da? Bretter, Cut Stone und eine Batterie. Kann man diese Batterie schon bauen? Sein. Was brauchen wir für die Batterie? Stone. Pickhouse. Rapid Hutch. House is a giant rabbit and all his stuff. Okay. Bird Cage. A happy home for your avian friends. Sachen können wir bauen. Cobblestones, wooden flooring, checkered. Naja, wurscht. Food. Es wäre irgendwie gut, wenn wir eine Basic Farm kriegen würden, aber dazu brauchen wir tatsächlich. Ah, dieses Ringding. Gehen wir auch da rein. Ja, das ist gut von dir. Also, dass du das gemacht hast. Ja. Gehen wir mal in die Richtung. Irgendwie finden wir nichts Gescheites. Vielleicht geht uns das Essen dann auch irgendwann mal aus langsam. Wahrscheinlich sogar. Da war noch mehr Zeug. Was mache ich mit einem Gnome? Nehmen wir den mit. Vielleicht finden wir mal irgendwann mal. Oh, da ist ein Speer. Ist ja cool. Sieht auch gut. Kann man essen im schlimmsten Fall. So. Auf jeden Fall dürfte das schon fast mein Rekord sein, was Überleben betrifft. Können wir diese Teiche mitnehmen? Nein. Hey, das sind Frösche. Can't see the bottom. Was machen wir mit so einem Frosch? Können wir die angreifen? Oh, da sind viele Frösche. Gut. Die machen mich nervös. Oh. Was hat dieser Frosch gemacht? Aha, und das sind schon wieder Bienenstöcke. Ich würde ganz gerne einen Bienenstock auseinandernehmen. Aber ich fürchte, ich bin nicht ausgerüstet für Bienenstöcke. So, da geht's nicht weiter. Okay. Wir müssen mehr Zeug finden. Da ist jetzt eine große Steppe. Vielleicht sind da irgendwelche Büffelfiecher. Ach, wieder nur Kaninchen. Geh weg, Kaninchen. Geh. Mehr Kaninchen. Aber immerhin ein riesen Feld. Vielleicht sind die ja doch noch in der Büffel. Büffel, Büffel, Büffel. Ha, Büffel, Büffel, Büffel. Das ist wichtig, das ist wichtig.
Getting late. Ja. Nein. Jetzt bin ich glücklich und habe endlich Büffel gefunden. Das ist das Busch mit dem Late. So, warte jetzt mal, wo bin ich denn da? Komme ich da relativ schnell nach Hause? Eigentlich nicht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt Büffel gefunden, Herrschaften. Wir haben 9 Tage überlebt. Und damit beenden wir unser heutiges Let's Play. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und ich wünsche euch gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.